Fuck you, bitch. Kann mir mal einer sagen, was ich hier machen soll? Jetzt krabbelt das Ding außen dran hoch. Oh fuck! Operationssaal, Bett, Memo. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, wurde mir genommen seit diesem Unfall durch jene verursacht, die mich vernichten wollen. Dort in der Dunkelheit, wo nur die Trugbilder meines Geistes mir Trost schenkten, mich verspotteten. Dort habe ich mich fast selbst vollständig verloren. Doch dann sah ich sie. Tief in mir wusste ich, dass sie nur eine Erscheinung war. Doch ich sollte mein Gesicht und was ich verloren hatte, wiederbekommen. Ich sollte sie, meine geliebte Schwester Laura, wiederbekommen. Okay. Laura, ich kann gerade nicht mehr... Müssen mir da auf den Sprünge helfen? Laura, von wem war das jetzt die Tochter? Ich weiß es nicht. Kontrollpunkt. Herrlich. Hier könnte ich jetzt abspeichern gehen. Okay, ich glaube, ich hole mir auch mal wieder so ein bisschen Energy. Tagebuch. Tagebuch von Sebastian Castellanos. Ich habe schon Freunde und Kollegen sterben sehen. Das gehört zu dem Beruf, den ich gewählt habe. Und es war nie leicht. Aber das war nichts verglichen mit dem Verlust des eigenen Kindes. Ich würde 1 Million Mal mein Leben geben, um zu verhindern. Aber ich kann es nicht. Um es zu verhindern, aber ich kann es nicht. Ich fühlte mich so hilflos, als sie den kleinen Sarg in die Erde hinabließen. Der Schmerz ist unerträglich. Ich weiß, dass es falsch ist, aber nur der Alkohol hat mich in den letzten Wochen schlafen lassen. Ich mache mir Sorgen um Myra, der Verlust hat. Ich möchte scrollen. Alter, ich kann nicht scrollen. Ich kann das Mausrad benutzen und er scrollt nicht, Leute. Und mein Mausrad ist nicht kaputt. So eine Scheiße. Traute Klinik, Glück allein, oder was? Haben Sie etwas vergessen? Schon in der Zeitung. Haus abgebrannt. Tochter von Polizeibeamten unter Opfern. In dem abgebrannten Haus werden die Überreste von Lily Castellanos und ihrem Kindermädchen Juan da Flores gefunden. Beide Eltern des verstorbenen Kindes arbeiten für Crimson City Police Department und waren zum Zeitpunkt des Feuers im Dienst. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung. Alter Scheiße. Denn seine Tochter ist tot. Okay. Unten links habe ich, oder was? Ja, unten links habe ich schon. Gut, machen wir hier auf. Oh Gott, ehrlich. Hier liegt ja nur Scheiße. Komm ich, da müsste ich doch hier auch direkt da durchkommen, ne? Zu meinem Dopingstuhl hier. So, wir haben 28.300 Punkte. Oh Gott. Lebensanzeige auf die höchste Stufe zu setzen. Nahkampfschaden. Nee. Waffen. Ach, ich mach die Lebensanzeige hoch.
damit habe ich, glaube ich, jetzt bei 3300 wieder alles. Nee. Feuerrate kann ich hochsetzen. Magazinkapazität kann ich auch hochsetzen. Die Magazinkapazität würde ich gerne. Jo. Sehr geil. Okay, dann kommen wir wieder raus aus dem Schul. Okay, super. Und wieder zurück. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was da jetzt auf uns wartet, wenn wir jetzt Kontrollpunkt hatten. Kann es ja nur schlimmer werden. Alter. Als ob dich ein bisschen Maschendrahtzaun aufhält. Das glaubst du selber nicht. Diese scheiß Spielerei hier. Fahrschuss aus dem Betrieb. Okay, ich. Das ist wieder so ein Brutvieh. Und jetzt komme ich wahrscheinlich in den Raum mit der zusammen, oder was? Hinter mir geht jetzt gleich die Tür zu. Oh mein Gott. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Was? Fick dich. Fick dich. Lass mich hier weg. Fuck. Ich komme hier nicht weg. Noch da. Ja, wir haben sie besiegt. Kann ich einfach jemand eine Mini-Atombombe oder so auf dieses scheiß Anwesen, was auch immer? Wo bin ich eigentlich? Ich habe ganz vergessen, durch die ganzen... in was für einem Gefilde ich hier überhaupt bin. Streichhölzer. Wahnsinn. Der Typ hat Streichhölzer jetzt mittlerweile ohne Ende, aber nicht eine Kippe. Ja, genau. Allein wenn dieses Elektro-Wang wiederkommt, da bin ich jetzt der Fahrstuhl. Ist klar. Ist klar. Ich mache jetzt damit das Feuer aus, oder was? Sollte dadurch jetzt das Feuer ausgehen? Ist zu. Achso, das Ding ist jetzt aus. Hä, das war doch immer an. Schalter. Okay. Hm.
Fuck you, bitch. Können wir mal einer sagen, was ich hier machen soll? Wo ist die, Alter? Scheiße, scheiße. Okay, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Fuck, bin ich hier? Ich kann hier hoch, ich kann hier hoch. Aber warum kann ich hier hoch? Oh, jetzt kommt die da lang. Oh mein Gott. Lass mich einfach in Ruhe. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Nicht aufgeben, Castellanos, nicht aufgeben. Das Feuer ist mittlerweile aus hier. Falle. Na, herrlich. Nee, keine Falle. Was jetzt? Was jetzt? Wo kann ich hier das ausmachen? Da! Scheiße! Oh, der Scheiß ist immer noch nicht vorbei mit der Witch. Fuck! Oh, was? Oh, die hat's auch nur auf mich abgesehen, ne? Noch so ein Ding. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Ach, durch die Tür muss ich da vorne wahrscheinlich. Na, wo willst du lang? Du entscheidest dich nicht gerne, oder? Fuck. Falsche Frage gestellt. Weg, weg, weg. Wo ist sie jetzt? Nicht schlau. Fuck. Oh, ist noch so ein Feuerding. Komm schon, geh auf. Was soll ich denn jetzt machen? Hier ist nichts mehr. Das war's. Ich bin tot. Ich bin endgültig am Ende jetzt. Wo soll ich denn mit der Alten hin? Das ist offen. Hier ist offen. Das Feuer ist aus. Fahrstuhl, Fahrstuhl. Oh. Ja. Oh, Scheiße.
Scheiße, Alter. Alter, die Mucke macht einen Kirre. Hat einen Kirre gemacht. Oh nein. Für wen hältst du dich? Ich weiß, wer du bist, Sebastian. Oh Gott. Ich weiß, wonach du dich sehnst, was du fürchtest. Wirst du leben können mit dem, was ich dich tun lassen werde? Joseph konnte es nicht. Dass sie dich mit reingezogen haben. Wie auch immer. Du gehörst mir. Und ich werde dich benutzen. Was war das denn jetzt? Joseph hängt da mit drin? Die haben mich da mit reingezogen? Ich verstehe das gerade noch nicht so ganz. Wie tief geht denn das hier? Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin schon die ganze Zeit in übelster Tiefe. Schon wieder hier. Jetzt bin ich hier in diesem Haus. Was soll der Kram denn? Aber dadurch, dass die Tür da hinten offen steht, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ich dahin muss. Blut, Memos. Ah, da tippt jemand. Dark. Was zur Hölle soll das werden? Ein Versuch, uns zu retten. Wirklich? Es sieht eher so aus, als würden sie ein weiteres Monster erschaffen. Ich habe für sowas keine Zeit, Detective. Ich auch nicht. Leslie war schon einmal hier und kam zurück. Er hat die Verbindung mit Ruvik überlebt. Und zwar als einziger, soweit ich weiß. Wundervoll. Und was hat das mit all dem hier zu tun? Es ist unser Weg raus, Detective. Unser einziger Weg zurück. Dieses Geräusch! Es funktioniert. Gott sei Dank, es funktioniert. Leslie, alles okay? Es sollte doch. Warum hat es nicht? OMG. Das ist jetzt nicht der volle Ernst. Das ist es. Deshalb. Doktor, weg! Er will dasselbe wie wir. Er will raus. Oh mein Gott. Ja! Was läuft hier zum Teufel?
bin ich jetzt? Hey, ich weiß, dass du da draußen bist. Hör mir zu, verdammt! Ich stecke nicht mehr durch. Ruvik ist jetzt wohl ziemlich sauer. Ein STEM-Terminal zerstören? Hätte nicht gedacht, dass er so weit geht. Hä? STEM? Er muss dicht dran sein, wenn ihr die Verbindung zur Vergangenheit habt. Alles, was ihm bleibt, ist die Verbindung zum gegenwärtigen, ursprünglichen STEM in der Klinik. Klinik? Beacon Nervenklinik? Dort wird er sein. Er wartet auf ihn. Wenn ihm nicht jemand zuvorkommt, kommt niemand jemals wieder hier raus. What the fuck? Was geht denn hier ab? An ihnen haftet der Geruch von Blut. Dass du das auch mal mitbekommst, finde ich super herrlich. Was ist das hier? Nichts, ich kann bloß speichern. Ja, Madame, dann habe ich leider Gottes etwas zu tun. Ich muss wieder los. Jetzt bin ich ja in der Gegenwart, oder was? Wo bin ich hier? Von hier komme ich, oder was? Da. Hier geht's runter. Auch hier. Oh mein Gott. Dass ich den ganzen Scheiß hier überhaupt mitmache. Warum lasse ich mich nicht einfach killen? Dann brauche ich mir den ganzen Scheiß nicht antun. Und jetzt trampelt er gleich wieder über. Oh fuck. Der Idiot denn hin? Von ihm der Idiot. Ich sollte ihn vielleicht nicht zu oft beleidigen. Was hat er für ein Problem mit mir? Oh mein Gott. Ich will hier weg. Oh mein Gott. Was soll ich mit dir machen? Okay, das Auge. Das kann mich sehen, wie es scheint. Ich hole direkt eine Granate mit da rein, ne? Du hast mich gesehen, ja, die zweite Granate war etwas in Sachte gesetzt, das kann ich verstehen.
ich muss hier irgendwie weg. Oh, meine. Ja, aber das wäre mein Tod gewesen. Lass mich. Oh ja, hier ist ein Raum. Fuck. Mit was soll ich denn bitte schön auf dich schießen? Ich hab keine Ahnung. Was? Es kann nicht sein, ernst sein. Jetzt haut er wieder ab. Sein Auge nochmal raus? Ja, holt er. Okay, jetzt kennt er mich anscheinend definitiv. Ach, über fünf Ecken musst du jetzt zu mir laufen, oder was? Ja, ach komm, ich hab doch keine Chance mehr, hier irgendwie zu entkommen, ey. Nehme ich die mit? Und er ist wieder weg. Na klar. Kannst du nicht nach da oben weg? Jetzt? Ich hätte nichts dagegen, wenn der Vieh nicht wiederkommt, ne? Doch, da bewegt sich was. Okay, das ist mein Tod. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, welche Waffe ich am besten nehmen soll. Was passiert denn jetzt?
Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich weiß es nicht, Leute. Klappen davor. Ich steh bestimmt überall noch ein bisschen was rum, oder? Hier. Was der nicht alles zerscheppert hat. Ach, hier ist auch noch Munitionsarsenal. Verstecken, ja, diese scheiß Autos haben mir auch nicht wirklich geholfen. Hier liegt meine Schrotmuni. Wo hätte mir denn die Schrotmuni geholfen hier, bitte? Präzise Schüsse aufs Auge mit der Schrot. Alter, hab ich einen Schädel jetzt, ne? Alter, fahr mich bloß nach Hawaii oder sonst irgendwas. Ich krieg eins. Liebe Freunde, Kapitel 10, auch wieder erfolgreich überlebt. Das wird immer krasser hier. Was ist das für ein scheiß Vieh? Guckt euch das... Ist egal, es ist tot. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und Angst wie ich. Ja, würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, und bis dahin, liebe Freunde, wünsche ich euch was. Euer Gunshot.